willkommen hier wieder bei Someone Else War mit mir, der Caro. Ja, wir machen heute mal wieder seit langer Zeit eine Spielervorstellung, beziehungsweise mache ich zwei bis drei Spielervorstellungen, je nachdem, wie lange es ist. Also es wird ein bisschen länger, das Video, weil ich jetzt drei sozusagen in ein Video reinmache, sozusagen, ja. So, fangen wir einfach mal wieder mit dem ersten an. Das ist der Plasbanner. Plasbanner. Das ist seine. This is the world. Nee, this is the world. Nee. Das ist seine Welt sozusagen. Hier, er ist Level 21, bald Level 22. Monster. Darum geht's ja hier. Monster. Hier haben wir einmal die Fee. Da sage ich dir auch an sich: besorg dir, wenn du sie nicht hast. Du hast sie nicht. Die Lichtfee, wo du per Facebook sozusagen Anfragen schicken musst und dann sozusagen bekommst du dann, ich glaube nach 5 Tagen oder sowas ist das dann insgesamt, bekommst du die Lichtfee. Also die dir auf jeden Fall besorgen, die ist besser hier als die Wasserfee, weil die Lichtfee kann auch noch ein Schild machen sozusagen. Also sehr gut, ja. Da kannst du dann am Ende die Fee sozusagen draufknallen. Das ist kein Problem. Ja, sonst an sich zu ihr eigentlich nichts zu sagen. Wie gesagt, benutze sie dann als Opfer für die Lichtfee, sozusagen, ja, um die Lichtfee dann auf 5 zu machen oder so. So, weiter. Hier haben wir noch einen Wasserjoker. An sich ist es ein 4-Sterne-Monster, das ist gut, so wie ich sehe, auch hier jetzt sein einziges, außer das, was ja jeder bekommen hat, die Magieritterin, sozusagen. Der Wasserjoker ist nicht so pralle. Also ich finde ihn richtig schlecht. Ich habe ihn damals geopfert. Deswegen sage ich dir das direkt. Ich finde ihn nicht gut. Deswegen mach an sich bei ihm gar nichts. Da hast du noch bessere Monster, auch wenn es vielleicht nur 103 Monster sind. Aber tu nicht so viel für den Wasserjoker. Heb ihn lieber auf, sperr ihn, tu ihn ins Lager oder wie auch immer, wie du das willst. Und ja. Dann kannst du ihn am Ende dann vielleicht für einen Windjoker, unseren Lucian sozusagen, opfern und so gleichzeitig deine Fertigkeiten aufwerten. So, weiter haben wir hier den Sieg. Sieg an sich auch eine richtig coole Sache, ja. Also Sieg ist richtig gut. Aber es gibt halt bessere. Also zum Beispiel finde ich Megan, oder? Ich habe hier hinten gesehen. Du hast Shannon, ja. Shannon zum Beispiel. Also das ist hier sie. Shannon ist besser als Sieg, ja. Sieg hat halt einen coolen Angriff noch, ja, aber Shannon hat zum Beispiel noch einen besseren Effekt, die verlangsamt sozusagen den Feind oder die Gegner alle nochmal, so. Und das finde ich halt viel besser. Es ist richtig gut für ein Speed-Team, vor allem ist Shannon auch richtig gut. Sie verlangsamt sozusagen das Tempo der anderen und wenn man Shannon dann als sozusagen Speed-Typen macht, ja, also viel auf Speed, Tempo macht, dann läuft Shannon super klasse, ja. Sieg solltest du aber vielleicht auch am Anfang behalten, auch wenn du hier keine Runen drauf hast, okay. Aber kannst du am Anfang ruhig behalten. Weiter. So wie ich sehe, hast du eigentlich auf fast gar keinem Monster Runen, okay. Hier zum Beispiel Krache. Da kannst du ruhig Runen draufknallen, ja. Er ist richtig, richtig gut, wenn wir uns hier mal die Fertigkeiten kurz angucken. Greift den Feind mit Klauen an und stört eine Runde lang die HP-Regeneration des Feindes, okay. Hier stürzt sich auf einen Feind und richtet zweimal Schaden an. Jeder Angriff hat eine 30% Chance, das Ziel für eine Runde lang zu betäuben. Schaden ist proportional zum eigenen Max-HP, okay. Und hier ringet die HP jede Runde um 10%. Der Regenerationseffekt, den du erhältst, wird um 100% erhöht. Und noch die Leaderfähigkeit, hier Genauigkeit um 26% in Gildenkämpfen. So, also wir brauchen HP. Deswegen nimm wirklich am Anfang, die wirst du jetzt ja finden und haben, 4-Sterne-Runen oder minimal 3-Sterne-Runen. Bei 3-Sterne-Runen nur gib nicht so viel Mana aus, mach die maximal bis 9 und dann war's das. Das wird sich sonst nicht, lohnt sich echt nicht, 3-Sterne-Runen total auf 12 aufzuwerten oder so, ja. Also nimm hier Energieruhen rein. Du könntest es jetzt so machen, du könntest ihn auf Fatal und Energie setzen, ja, oder auf Energie und Fokus, sowas in der Art, ja, so die Runen, die du halt hast. Am Anfang nur, ja, findet man nicht so viel ACC und kriegt nicht so viel ACC drauf, ja, also das sieht man ja hier. Der ACC-Wert ist ja bei dir ja normal, ja, hast keine Runen drauf, 0%. Deswegen, ich weiß nicht, Fokusrunen sind etwas schwerer zu finden am Anfang.
Deswegen nimm hier am besten entweder komplett Energie oder Fatal und Energie und bei Fatal dann aber auch alles auf HP-Prozent. HP-Prozent, 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 alles HP-Prozent. Ich finde ihn nicht schlecht, der Wasserwolf oder Lichtwolf ist natürlich besser, aber, also Werwolf, tut mir leid, hier ihn aber auf jeden Fall auf HP-Prozent setzen, ja, wegen seiner zweiten Fertigkeit, die er ja hat. So, und heilt sich auch selbst noch. So, ihn natürlich auch. HP-Prozent, HP-Prozent. Ja, alles Energieruhen und HP-Prozent. Was hast du jetzt? HP-Prozent, HP-Prozent, HP-Prozent. Sind schon mal gute Runen. Jetzt fehlt nur noch für Slot 1 und 3 was. Dann nimmst du, musst du auf jeden Fall auch noch Energieruhen suchen. Die findest du auch auf jeden Fall, ja. 4-Sterne-Runen. Einfach eine Weile kämpfen. Slot 1 und Slot 3, also sozusagen Welt 1 und Welt 3 bei der ersten Welt, Dungeon-Welt und dann, ja, und dann machst du das sozusagen fertig und dann hast du ihn auch schon mal fertig. Geh mal weiter. Theon ist für den Anfang auch eine gute Sache, ja, weil er an sich ja auch coole Fertigkeiten hat, ja. Er kann ein bisschen hier, er kann wiederbeleben, Toten, dann kann er hier sozusagen, dass er jemand nochmal angreifen kann, ja, von deinen Verbündeten, auch eine super Sache, ja. Füllt halt den Angriffsbalken und greift den Feind mit halsbrechender Geschwindigkeit an und es besteht eine Chance von 24% den Feind zu betäuben. Also auch super, ja. Also hier kannst du komplett eigentlich auf ATK gehen. Du kannst, könntest jetzt auch auf Slot 2 und 4 zum Beispiel ATK Prozent reinmachen und auf Slot 6 HP Prozent, ja, oder noch ein bisschen ACC reinbringen irgendwie mit Fokusruhen oder sowas. Sowas könntest du jetzt auch machen, aber hier bei ihm würde ich wirklich komplett eigentlich auf ATK gehen, ja. Du hast nicht so viele Angreifer an sich, also schon, aber halt so könntest du ruhig so drauf gehen. Wenn du ihn mit reinnimmst, wenn du ihn benutzt, ja. Ich würde jetzt zum Beispiel von denen, die ich jetzt hier vorne benutze, sehe, würde ich jetzt zum Beispiel als ein Team jetzt zum Beispiel jetzt auf jeden Fall Magieritter reinnehmen und auf jeden Fall mal erwecken, sie auf jeden Fall komplett auf ATK. Entweder auf Qual setzen, ja, oder halt komplett auf, ja, Fatal am Anfang, ja. Fatal und Klinge sozusagen oder Gegenangriff oder irgendwas, wo du halt Rune hast. Das würde ich auf jeden Fall machen. So, gehen wir weiter. Bestienjäger. Ist an sich nicht zu gebrauchen, aber könntest du aufheben, ja, weil es ja an sich auch ein Fusionsmaterial ist. Ich weiß gar nicht, für irgendwas, was Ifrit sozusagen braucht. Also nicht direkt für Ifrit, aber für irgendein Monster Undine oder Jojo oder irgendwas war das Fusionsmaterial. Da will ich jetzt nicht sagen, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber kannst du auf jeden Fall sperren. Gehört auch mit zu einem Fusionsmaterial-Monster. Raug würde ich auf jeden Fall mit aufstellen in deiner, sage ich mal, Gruppe, ja, als Angreifer, als Leader, da würde ich alles auf ATK setzen am Anfang, komplett alles auf ATK, Slot 2, Slot 4 und Slot 6, da könntest du nun entweder Fatal und Klinge nehmen oder, wenn dir der zu wenig Leben hat, Fatal und Energierunen, ja, Favorit ist aber Fatal und Klinge und alles halt auf ATK setzen und gucken bei den Runen, ja, dass in den Slots sozusagen hier in diesen Neben sind, wo jetzt hier Crit-Rate, ATK und HP vielleicht auch immer ATK-Prozent mit drin ist. Gehen wir weiter, hier Kupfer, ist auch ein gutes Monster, kannst du auf jeden Fall behalten und vielleicht irgendwann auch in die Arena-Dev stellen. Jetzt vielleicht erstmal nicht, weil du hast noch andere Monster so als Priorität. Hier aber komplett dann auf Dev. Komplett alles auf Dev, auf Wächter ruhen, komplett alles. Aber wie gesagt, die findet man jetzt erstmal nicht so schnell, deswegen lass das erstmal aus. Gehen wir weiter. Hier der Wind, sozusagen Windhai, super Sache, ist meiner Meinung nach, wie gesagt, der beste Hai von allen. Wasser ist auch nicht schlecht, Feuer, so lala, also sind an sich alle gut, ja, aber ich finde halt den Windhai jetzt am besten, können wir uns auch nochmal ganz fix die Fertigkeiten angucken, wird ja eh ein längeres Video, greift den Gegner mit einer Ausholattacke an und erhöht deine Crit-Rate für eine Runde, dann hier greift jeden Gegner an und senkt die Angriffskraft und das Angriffstempo des Gegners um 80% mit 80% Wahrscheinlichkeit, Chance für 2 Runden. Versprochen, tut mir leid. ja, also super Sache an sich hier auf jeden Fall ACC, Fokus mit reinbringen. Fokus und am besten auch noch ja, Klinge
also sozusagen Crit-Rate erhöhen, ja, da, weil hier die erste Attacke ist ja schon, dass es das erhöht. Und da ist es natürlich gut, wenn man vom Grundhaus schon ein bisschen Crit-Rate hat. Hier die dritte Attacke greift den Gegner mit der Stärke des Sees an, um deine Angriffskraft und das Angriffstempo für 3 Runden zu erhöhen. Du gewinnst sofort eine weitere Runde. Also, an sich brauchen wir so viel für ihn. Wir brauchen Angriff, ja, Angriff. Wir brauchen Speed, also am besten Slot 2 Speed. 4 und 6 auf ATK-Prozent setzen. Und in den Nebenstates sozusagen, wie hier ich schon gezeigt habe, bei der hier ist zum Beispiel ACC oder HP, muss ACC mit rein, ja. Also die Rune wäre zum Beispiel jetzt nicht schlecht für unseren Hai, ja. Weil sie hat ein bisschen ACC, ist nicht viel, aber probiert das ACC hochzukriegen. Deswegen nimm bei dem Hai auf jeden Fall auch Fokusrune, also Fokusrune mit rein. 2 Stück, ne? Weil 2er Set. So, gehen wir weiter. Hier Garuda Wasser, super Sache, irgendwann später auch und auch so allgemein für unsere Riesen oder für unsere Drachen auf jeden Fall behalten. Und da HP-Prozent, HP-Prozent. Ne? Aber du hast noch ein bisschen andere Prioritätsmonster jetzt zurzeit. Vor allem hier dein Magieritter, dein Rauk, dein Hai ist gut und deine Shannon. Das ist auch das Team, was ich reinnehmen würde. Da hast du natürlich jetzt noch keinen Heiler, aber du hast an sich, wenn du die Lichtfee hast, nimmst du dann die Lichtfee einfach rein als Heiler, ja. Da lässt du dann zum Beispiel dein Hai raus und nimmst nur Rauk und dein Magieritter Wasser mit rein, plus Shannon und deine Fee. Zum Beispiel ist ein Beispiel, ja, sie komplett auch auf HP-Prozent, außer auf Slot 2 würde ich Speed machen, 4 HP-Prozent und 6 HP-Prozent. Das ist erstmal wichtiger, weil sie ist da, um, sage ich mal, den Angriff zu erhöhen unserer Verbündeten und die Verteidigung. Dafür ist sie da, diese Fertigkeit hier, die dritte ist das sozusagen, erhöht 3 Runden lang die Angriffskraft und Verteidigung aller Verbündeten. Diese zweite Attacke, da bräuchte dann natürlich wieder ACC, sozusagen Fokus. Du könntest jetzt auch Fokus-Runen mit reinmachen, aber da wirst du diese ACC-Wert von vielleicht 70-80% erstmal noch nicht erreichen. Deswegen ist es halt schwierig, ne? Aber geh bei ihr auf jeden Fall erstmal auf HP-Prozent, so, sie soll lange überleben. Michelle habe ich in meinen anderen Videos, ich hoffe, du hast sie angeguckt, schon viel immer gesagt, ja, also da kannst du dir auch ein anderes Video angucken, aber an sich brauchst du sie erstmal nicht. Irgendwann später kannst du sie ruhig dann auf maximal 5 machen, und aber auf 6 nicht. Die anderen jetzt so wie Rauk, Magieritter, der Hai und Shannon oder Konami, ja, aber also hier Garuda, das, oder wie gesagt, dein Ramagos, das sind alles 6 sternewürdige Monster, die du hast. Und sind teilweise, sind halt alle besser als dein Joker zum Beispiel, ja? Joker Wasser. So, das war's auch schon hier mit dem ersten. Jetzt gehen wir auch gleich schon zu unserem zweiten sozusagen, den ich hier vorstellen will. Freunde, da suchen wir, warte, ich muss mal kurz lesen, den Mainbore. Gucken, wo er ist. Wo ist er denn? Mainboarder, bin ich jetzt blind? Hier, Mainboarder. So, gehen wir jetzt zu unserem Mainboarder, ja, und gucken uns da erstmal hier seine schöne Welt sozusagen an und zudem sozusagen seine Monster. Das ist das hier. Das ist die Welt sozusagen von unserem Mainboarder. Und ja, jetzt gehen wir gleich mal zu den Monstern. Monster. Wir haben einen Lucian. Sehr nice, sehr schick. Welches Level warst du nochmal? 35, okay. Muss man ja zur Kenntnis nehmen. Lucian, was hast du für Runen drin? Du hast also Fatal und Fokus genommen. Die Fokus-Runen würde ich rausnehmen. Wenn du jetzt erstmal auf Fatal gehen willst, mach trotzdem ein bisschen Klinge rein. Nimm die Fokus-Runen raus und mach Klinge rein. Ist besser, aber am besten läuft er halt auf Zorn und Klinge. Ja, also Crit-Rate müsste dann 100% betragen und Crit-Schaden so hoch wie möglich. Ja, aber Crit-Rate auf jeden Fall nicht vernachlässigen, soll auch hoch sein. Aber du hast jetzt erstmal Fatalruhen, ja, und denke mal, hast alles auf Fatalruhen gemacht. Und ja, so, das eigentlich zu der Sache. Ja, gut, hier die 3-Sterne-Rune, auf jeden Fall hast du da eigentlich umsonst Geld ausgegeben, weil so gut ist die auch nicht. Ja, weil, ja,
So gut ist sie nicht. Sie hat die Nebensätze sozusagen sind zu, also die Sub sind zu gering. Und deswegen hast du eigentlich umsonst Mana ausgegeben. Probier irgendwie Zorn und Klingerun ranzubekommen und mach ihn komplett auf Zorn und Klinge. Was haben wir hier? Kitsune, auch super Sache. ATK. Aber hier hast du wieder hier mit den 3-Sterne-Runen. Da musst du auf jeden Fall was machen. Mach die Runen nicht weiter. 3-Sterne-Runen auch für alle jetzt. Gebt da nicht so viel Mana aus. Weil ihr findet die 4-Sterne-Runen auf jeden Fall. Zum Beispiel auf meinem Asia-Server habe ich das ja auch an sich. Sozusagen, da bin ich auf Level 21, habe ich ja ewig nicht mehr gespielt, aber ich habe alle Monster, mit denen ich spiele, ja, mit denen ich tatsächlich spiele, alle schon mit 4-Sterne-Runen ausgerüstet, ja. Es hat halt länger gedauert, dadurch habe ich viel gelevelt auch nebenbei, aber auch viele Runen gefunden, ja. Vielleicht nicht die passendsten Runen, aber es sind 4-Sterne-Runen mit vielleicht guten Sub-Nebenstanden, also Nebendingern und die richtigen halt. Deswegen sucht auf jeden Fall 4-Sterne-Runen, ja. Talg auf jeden Fall richtig gut, HP Prozent, aber auch wieder 4-Sterne-Runen, ja, aber sonst ist der super, kann man eigentlich nicht viel falsch machen, es ist ein super Monster, ja, 3-mal Energiebuff bekommen sozusagen, 45% mehr HP dadurch, also super Sache. Hier haben wir dann Ifrit, genau, und Ifrit hat an sich die Runen, ja, die sozusagen dein Lucian bekommen sollte, ja, also auch die bekommen sollte, nur die Crit-Rate muss auf jeden Fall höher, ja, es bringt dir an sich nicht viel, 150% Crit-Schaden zu haben, aber nur 30% Crit-Rate. Deswegen wird er vielleicht auch nicht so gut laufen, ja, weil er hat nicht gerade so viel mehr Angriff. Der ist noch nicht erweckt, der ist noch nicht 6-Sterne-Monster und bla bla bla, wissen wir ja alle, sehen wir ja, aber probier wirklich die Crit-Rate irgendwie höher zu bekommen, wenigstens 60-70%, das ist so das Minimale, was ich so setze, wo er sich dann auch lohnt. Deswegen probiert die Crit-Rate höher zu bekommen und such Runen. Gehen wir weiter. Hier unser Sieg. Sieg an sich auch richtig, eigentlich richtig gut. Habe ich ja in meinem Vorvideo schon gesagt. Also nicht mein Vorvideo, in dem der davor kam, hier beim Blast Banner. Ja, da kannst du dir das ja so angucken. Hier Rauk, Super Monster, 6 Sterne würde ich, habe ich auch schon gesagt, komplett auf ATK setzen oder so. Habe ich auch schon gesagt. Huh, Orakelwind. Orakelwind habe ich auch, ja, bei meinem Opening ja gezogen gehabt, hier für unseren, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Kurama oder so, oder ich weiß gar nicht, oder Zack, FF. Ich weiß noch nicht mehr, für wen ich das gezogen habe. Ich weiß immer nicht die Ingame-Namen von ihm, weiß ich nur sozusagen seinen richtigen Namen. Aber egal. Habe ich auf jeden Fall gezogen, finde ich richtig, richtig gut und bin ja auch gespannt, was du jetzt hier für Runen drauf hast. Du hast Fokus und Fatal. Das ist wahrscheinlich auch jetzt erstmal das Beste, was du hier machen kannst. Wie gesagt, nur hier diese 3-Sterne-Rune wieder. Nein, da findest du auf jeden Fall andere. Vor allem bei Fatal in der Welt. Du kannst die auf Hell spielen. Spiel von mir aus 10, 15, 20 Mal diese Welt und level gleichzeitig halt irgendwelche Monster. Du hast Top-Monster, wie ich das so sehe. Deswegen mach da die richtige Rune ein. Sonst nützen dir die Monster nichts. Windbomber finde ich nicht so pralle. Tu da keine Priorität drauf setzen. Ich finde ihn nicht so klasse. Am Anfang geht's vielleicht, aber irgendwann merkt man halt, dass man bessere Monster hat. Wie jetzt zum Beispiel dein Orakel oder hier, wie ich sehe, Hava. Oder hier den Dark-Mammut oder den Wasser-Mammut oder Ifrit Wasser. Super Top-Monster, finde ich richtig geil. Oder Rauk. Sind alle besser, sag ich mal, als der Windbomber. Hier ihn komplett eigentlich auf Speed, HP Prozent, das hast du richtig gemacht, hat super Runen an sich, sehe ich, außer hier die erste mal wieder, aber okay, wenn es erstmal nicht anders geht, er sind 7% HP drinne, also vielleicht doch nicht so schlecht, aber auf jeden Fall mal noch eine andere suche, wo natürlich auch neben den Nebensub drinne ist halt HP Prozent. Also super gut. Hier unser Anus hast du so, genau, alles auf Def, also auch super, wie gesagt, nur, ich sag jetzt nicht weiter mit den 3-Sterne-Runen. Hava hast du auf Tempo, sehr gut Speed, noch eine bessere Speed-Rune reinmachen. Bei Hava würde ich auch teilweise Priorität drauflegen. Sie würde ich entweder Ifrit, Wasser oder Rauk vielleicht nicht, da würde ich eher lieber Hava nehmen. Sie auf jeden Fall, von den beiden würde ich einen als erstes 6-Sterne-Monster machen. Danach würde ich hier mein Inu Licht machen, da er ja auch heilen kann und das ist ja auch wichtig, sage ich jetzt mal. Und danach würde ich hier mein Orakel sozusagen auf 6 Sterne machen.
Hast du mal nebenbei. Hier ATK und ACC. Ich würde das ACC, es ist schön, natürlich, ja, es ist wichtig, ACCH zu haben, ja, es sind 81%, ohne das wäre es natürlich wieder weniger. Probier irgendwie ACC in den Sub reinzubekommen und mach hier mach am besten eine HP-Prozent rein, weil damit kommst du den Drachen einfach näher, sozusagen, das auch zu schaffen. Deswegen da lieber dann eine HP-Prozent reinmachen. Oder du willst sie für die Arena haben, ja, dann natürlich eine ATK-Prozent, ja, dann wollen wir ja so viel Schaden wie möglich auch nebenbei machen und natürlich die Gegner noch verlangsamen, ja. Also nur das mal merken. Dann hier unseren Garuda. Garuda an sich, super Monster, würde ich aber auch jetzt erstmal keine Priorität drauflegen. Aber sonst super Monster. Hier diese Speed-Rune sozusagen würde ich lieber meiner Hava geben, ja. Nur jetzt hier beim Abruhen-Event wirst du das ja dann wahrscheinlich, ja, vielleicht machen. Gib die lieber deiner Hava, das lohnt sich erstmal mehr. Natürlich, Garuda später natürlich auch die gleiche Rune am besten geben, ja. Also es ist eine super Rune an sich, erstmal für eine 5-Sterne-Rune. 7% Crit-Schaden, 5% ATK. Ist klar, es gibt viel bessere Runen, ja. Aber für das jetzt, sage ich mal, ist es eine super Rune. Gib die lieber deiner Hava. Hier haben wir Megan, haben wir auch eine Speed-Rune, das ist top, ja. Ja, anscheinend hat nur deine Hava die schlechteste Tempo-Rune abbekommen, naja, egal. Ja, sie super top auf HP-Prozent, das ist alles super, das ist alles toll. Hier wieder eine 4-Sterne-Rune, ja, ich wollte ja nichts mehr sagen. Ja, und ja, auf jeden Fall. Ich weiß, es ist schwer, Runen zu finden, ja. Also, das sind keine Vorwürfe, die ich hier mache oder sowas, ja. Ich weiß das selbst, dass es sehr ziemlich und nervig ist, auch die ganze Zeit immer die gleiche Welt zu spielen und so. Aber schreib dir die Runen auf, die du brauchst für Priorität-Monster, ja. Für Monster, die du an sich gar nicht benutzt, brauchst du keine Priorität und da kannst du die Runen erstmal links liegen lassen, ja. Da würde ich noch die besten Runen abruhen, um vielleicht deine Monster, die du benutzt, wirklich besser aufzuruhen. Rina, ich bin absolut kein Fan von Rina, ja. Jeder weiß, wie man Rina kaputt bekommt, deswegen setz keine Priorität drauf und nimm die Runen am besten entweder ab oder wie auch immer. Ich weiß ja nicht, ob du sie benutzt. Barbarenkönig Feuer, auch super Monster. Würde ich aber jetzt auch bei dem, was du hast, auch keine Priorität erstmal drauflegen, ja. Ich gucke jetzt mal hier noch fix, was du noch Priorität hier. Greif ist eine gute Sache noch nebenbei, ja. Ist mit Harvard zum Beispiel auch eine gute Kombi, sagt man, weil er verschnellert sozusagen das Tempo nochmal mehr. Wenn du dann noch einen Vampir hast, ist natürlich auch noch super, Vampirfeuer, aber naja. Also auch Priorität erwecken und auch hochziehen. Der Rest erstmal bin ich kein Fan von, nein. An sich gut, aber du hast erstmal Harvard zu erledigen. Hier Fusionsmaterial, Magieritter an sich auch eine super Sache, ja. Ich finde sie top, ich finde es sehr gut und du hast auch noch die richtigen Runen drin. Super gut, Qual und sozusagen Rache-Runen, Gegenangriff plus 15%, also Chance von 15% an sich. Also super Sache, sehr gut geruhnt, kannst du auch Priorität drauflegen. Samurai nicht so pralle. Brownie Magier ist gut, aber auch keine Priorität drauflegen. Du hast noch einen Vagabund, ja, einen Darion. Da auf jeden Fall Priorität und alles HP-Prozent. Alles HP-Prozent, ja. Alles auf Energie setzen. Entweder halt gleich irgendwann später auf Gewalt setzen, ja, weil da läuft er richtig, richtig gut. Also Supermonster. Shannon auch Supermonster, aber du hast ja jetzt erstmal deine Megan. Deswegen auch keine Priorität. Hier, das ist übrigens für den ich davor gezeigt habe, das ist diese Lichtfee, ja, die ich gemeint habe, die du dir besorgen kannst. Also super Monster, auf jeden Fall für den Anfang gut zu gebrauchen. Für dich jetzt vielleicht eher nicht, ja, aber sonst gut. Hier Bierman auch Priorität draufsetzen, aber erstmal dein Ino hochziehen, ja, und dann irgendwann mit Bierman anfangen. So, das war's auch schon wieder hier damit. Ja, genau. Gehen wir jetzt zu dem nächsten und das ist dann erstmal der letzte. Das ist auch einer, da muss ich eigentlich nicht so viel sagen. Er ist Level 40. Gucken wir mal, wo er ist. Mal gucken. Ah, hier ist er da schon. So, Red Deal. Deal, ist das Deal? Ja, Deal. So, hier haben wir ihn an sich. Bei ihm will ich einfach nur mal ganz kurz drüber gucken, ja, was er so für Monster hat. Und mal schauen. Ja. So, Runen. Ja, hier. Ich bin ja schon mal neidisch, dass du einen Ariel hast. Ja, ich finde die ja super klasse. Ja, so also richtig gut. Leute, ich trinke mal kurz was, weil von dem ganzen Gerede, ja, habe ich irgendwie Durst.
So. Was haben wir denn hier jetzt? So. So, also was haben wir? Die oben rechts, die Rune, die ihr nicht seht, das ist übrigens eine Wächterrune. Das ist eine Wächterrune, ja, deswegen ergibt sich dieses Set, was ihr hier unten seht, bei Energie-Energie-Wächter. Sozusagen 4 Energierunen, 2 Wächterrunen. Also super Sache. Speed, HP Prozent. Okay. Also hast du top gerunt. Du hast hier sehr gute Runen, meiner Meinung nach, drauf. Also zumindest so das, was ich jetzt vom Äußeren sehe. Hier nochmal plus 14% gegeben bei der Speedrune. Def 10%. Ja, gut, die ist jetzt vielleicht nicht so pralle für dein Ariel. Als von dem Nebensubstanz, also Sub, hier sozusagen her. Die hier ist an sich auch so lala, ist nicht die beste Rune, ja, aber du hast zumindest schon mal eine 5-Sterne-Rune da, also super Sache. Rauk, gucke ich mir mal den kompletten an. Was haben wir bei Rauk? Okay. Okay, also der Angriffswert ist ordentlich, der ist super, also hast du ja auch hier richtig, ja. So stelle ich mir das vor, für die, die ich vorher vorgestellt habe, ja, alles auf ATK setzen, ja, und dann ballert der richtig rein. Der macht euch richtig, also ich denke, er macht euch richtig Spaß. Ja, ein Rauk ist super klasse, auch wenn es nur ein 3-Sterne-Monster ist. Das ist ein super geiles Monster, ja, unser Inugami-Feuer. So. Dann Chloe, super Sache. Speed, eine schöne. Naja, okay, die Nebensubstanz sind wieder so lala, aber es ist eine 6-Sterne-Rune Speed. Findet man nicht oft. Deswegen, super Sache. Genau, richtig gut. Hier die Rune ist natürlich. Aber, naja, wirst du vielleicht keine gerade finden. Aber auf jeden Fall mal irgendwann eine neue suchen. Hier, Klinge, das ist sehr gut. Hier würde ich allerdings komplett auf Klinge und Zorn gehen, ja? Also geh hier auf Klinge und Zorn und probieren den Neben... oder halt du gehst auf, ja, Klinge... oder Klinge-Fokus. Fokus ist wichtig, ja, ACC, er muss viel ACC haben, aber probier irgendwie Klinge und Zorn zu machen und noch ACC reinzubekommen, so 70% oder 75%. Es ist schwer, ich weiß, da irgendwie dieses ACC reinzubekommen, aber das nur mal für die Zukunft an sich, würde ich das halt so gestalten und ihn dann komplett hier ATK. Die ACC kannst du an sich ja drinnen lassen, ja, die macht das natürlich nochmal ein bisschen besser, aber hier ATK, Crit-Rate, oder halt Crit-Schaden, ja, je nachdem, wie dein Crit, deine Crit-Rate-Werte dann sind, dann natürlich Crit-Schaden, ne, hier reinmachen und hier ACC, also ist richtig. Okay, also die ACC-Runde kannst du erstmal drinnen lassen. So, dann weiter. SS ist es, okay. Ja, an sich braucht man auch nicht viel zu sagen. Ist SS ist, ja, macht ihr Schild. So, Lucian. Lucian, Zorn und Klinge. Das ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir schon mal. Das sieht gut aus. Die Rune, okay, ja, aber es ist bei mir nicht anders. Bei mir fehlen auch immer die gewissen Runen fehlen einfach immer, ja. Aber es ist nicht schlimm. Hier, Crit-Schaden, wie viel Crit... vielleicht noch so 20-25% mehr Crit-Rate reinzubekommen und ein bisschen mehr Crit-Schaden. Und dann läuft das. Aber die Runen sind ja auch noch nicht komplett aufgewertet. Bierman, auf jeden Fall sehe ich jetzt schon mehr HP, mehr HP, mehr HP. Ja, gut, Tasten auf Gewalt. Probier trotzdem ein bisschen mehr HP noch reinzubekommen, aber die Runen sind auch noch nicht aufgewertet. Da wirst du sicher noch bei plus 16.000 vielleicht rauskommen, so sage ich mal, wenn die Runen alle aufgewertet sind. So, hier auf jeden Fall auch mehr HP. Sehe ich auch jetzt schon. Auf jeden Fall HP, 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 HP. Megan, okay, brauche ich an sich nicht mehr viel zu sagen. Camilla, ja, gut, ist ein super Monster. Kenne ich mich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich aus, weil ich habe keine Camilla. Ja, ich habe keine Wasser-Camilla. Deswegen will ich dir da auch irgendwie nicht so viel sagen, ja, will ich damit nicht enttäuschen oder so. Deswegen, ich kenne mich bei Camilla absolut einfach nicht aus und deswegen sage ich da auch nichts, ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da, ja. Dann Sigmarus. Sigmarus, okay, Crit-Schaden, sehr gut. ATK, ATK, W4. Crit-Rate, okay. Crit-Rate ist sehr gut, also ist okay, ja. Jetzt noch einen Crit-Schaden so um 70% höher bekommen oder 80% und dann geht das.
aber 70%, wenn du so auf 108, zwischen 180 und 220 Crit-Schaden kommst, ist das ein super Top-Monster, ja. Wie gesagt, ich habe ihn ja jetzt auch so angefangen zu ruhen, bin natürlich auch noch nicht fertig. Ich glaube, so weit wie du bin ich nun, ja doch, ja, ich habe auch auf Slot 6 eine ATK-Prozent, aber ich werde da wahrscheinlich eine HP-Prozent reinmachen, damit mein Sigmarus sozusagen länger bei den Drachen überlebt. Das haben zumindest ein paar Leute gesagt, dass ich da vielleicht lieber ein bisschen mehr auf HP-Prozent noch gehen soll, um UG-10 Drachen zu machen, aber so an sich für die Arena oder so, ist der super so geruht. So, wollte ich auch keine Priorität. Hier mein Lieblingsmonster, ja, ich sag's immer wieder, mein Lieblingsmonster. Einmal hier, ATK, super klasse, reicht auch schon, mehr braucht man eigentlich bei ihr auch nicht. Ich finde sie super klasse, wie viel hast du da Angriff? Ja gut, du hast sie erst auf, sag ich mal, auf 5 Sterne sozusagen, aber an sich und die Rune noch nicht komplett aufgewertet, wird sie ungefähr am Ende vielleicht fast genauso viel Angriff haben wie ich. Ich finde sie super geil. Hier auf jeden Fall HP-Prozent, wisst ihr ja, Arnold. Priorität draufsetzen, er ist richtig geil, ich finde ihn richtig gut. Shannon ist auch richtig gut, finde ich auch, also auch Priorität draufsetzen. Finde ich auch richtig gut, also ich habe, ist eben, ja, selbst nicht mehr. Ich habe selbst nicht, leider. Würde ich auch gerne haben. Fehlt mir auch ein bisschen. Auch Priorität draufsetzen. Aber wie gesagt, du hast noch so Monster, wo du, sag ich mal, die Runen verbessern musst. Da würde ich jetzt nicht irgendwelche Runen, die vielleicht scheiße sind, auf die Monster setzen. Das machst du dann schon richtig. Warum Runen draufsetzen, wenn man die Monster eh nicht benutzt oder blöde Runen hat, ja? Braucht man nicht. Hier auf jeden Fall auch Speed. Speed, HP, ACC, okay. Vielleicht in den Nebenstellen ACC mit reinbringen, so 60, 70, 80%, dann kannst du hier noch eine HP-Prozent reinmachen. Aber ich weiß, es ist schwer, deswegen lass es erstmal so. Sehr geiles Monster, finde ich richtig geil. Das mit der Cooltime in Verbindung mit Chloe, eine super Sache. Ich finde es immer wieder geil, ja. Chloe und Yamir, das sind echt... Also es ist manchmal echt schwierig, ja, in der Arena, wenn die richtig gut geruht sind, gegen Chloe und ihn anzukommen, ja. Gut, ich habe ein Feuerteam, da geht das noch einigermaßen, ja, aber für Leute, die vielleicht Wind- oder Wasser verflucht sind, die haben keine Chance. Die haben einfach, also Wasser, nee, an sich haben sie keine Chance, ja, hier bei Yamir. Deswegen super Sache. Ich finde gut, dass du ihn gezogen hast, hey. Bella, auf jeden Fall Priorität. Ich finde immer, das ist ein Monster, das braucht man, das will man und ja, geil. Halt, ich springe gleich mal. Was sehe ich da? Du bist auch so ein Glückspilz, ja, der in der Licht- und Dunkelheitsrolle mal endlich was Sinnvolles zieht. Klasse! Richtig gut. Kenne ich mich auch nicht aus. Ich würde mir aber gerne mal hier die Fertigkeiten angucken. Greift den Feind mit der Kraft von Yin und Yang an und versetzt ihn mit 50% Chance für 2 Runden in den Schlaf. Der Schaden steigt abhängig von deiner Max-HP. Okay, also viel HP. Coole Sache, okay. Greift einen Feind zweimal an. Jeder Angriff entfernt mit 75% Chance einen hilfreichen Effekt des Feindes und hält sie mit 75% Chance für 2 Runden davon ab, hilfreicher Effekt zu erhalten. Dieser Angriff ist immer zur... Was? Warte, runter? Was? Zerschmetternd, unabhängig vom Attribut des Feindes. Richtig gut, richtig geil, top. Also finde ich jetzt schon klasse. Ich würde hier alles drauflegen, ja? Ich würde alles drauflegen, um dieses Monster auf 6 Sterne zu bringen. Da ist scheißegal, was du noch hast, ob du ein Yamir hast. Ich finde es jetzt schon klasse. Das Monster finde ich einfach spitze. Priorität! So, was haben wir hier? Stellt jedem Gegner, stehenden Feind einen nützlichen Effekt und 50% deiner Max-HP. Okay, gut, ist so lala. Aber okay, ist eine super Sache. Der hat noch eine Leader-Fähigkeit, die ihr ja hier gerade nicht seht. Ihr seht ja auch die dritte Attacke nicht, aber das hier ist an sich die Leader-Fähigkeit. Erhöht die Verteidigerverbindung der Monster um 33%. Also auch nicht schlecht. Super. Cool. Auf jeden Fall Priorität. Ich glaube, du hast dich auch riesig gefreut zu bekommen. Hey, wie viele gute Monster hast du denn noch? Oh, du hast noch einen Ifrit, okay. Wir gehen jetzt hier einfach nur mal nochmal schnell rüber, ob du vielleicht noch was überdimensional Geiles hast. Aber nee, sonst ist eigentlich alles gut, normal, ja. Sie hier ist übrigens meiner Meinung nach in Feuer die Beste, ja. Ja, sonst an sich braucht man ja auch nicht. Hier auch Valkyrie ist natürlich auch richtig geil, aber deine Wasser-Valkyrie ist natürlich besser. Die ist besser. Ja, also auf jeden Fall, ey, du hast ja so ein Schwein, den gucken wir uns nochmal. Oh, super, klasse, ey. Cool. Und der ist gerade mal auf 5 Sterne, ja, okay.
Richtig geil. Ich beneide dich, ich beneide und klatsche. Nee, freut mich wirklich, dass mal jemand irgendwie aus den Licht- und Dunkelheitsrollen coole Monster zieht. Das ist auch ein Monster, mit dem würde ich gerne mal kämpfen. Und will ich jetzt mich jetzt schon mal anmelden, irgendwann vielleicht eine Vorstellung und mal ein paar Kämpfe zu zeigen mit diesem Monster, wenn du ihn fertig hast. Da könntest du ja wirklich gerne nochmal auf mich zukommen, ja. Ich habe ja hier auch sozusagen einen Freund gehabt, ja. Ich weiß nicht mehr, wenn er mich jetzt vielleicht sieht. Ich habe ja eine Vorstellung über ihn gemacht. Ich würde auch gerne mal eine Vorstellung über deinen Lichtdrachenritter machen. Ich glaube, er weiß, wen ich angesprochen habe. Ich habe ja auch eine Spielervorstellung mal über ihn gemacht, ja. Aber ich weiß leider nicht mal, wie er heißt im Game. Deswegen, er kann mich gerne anschreiben oder so. Ich würde gerne eine Vorstellung auch über ihn machen und hier über ihn. Also finde ich ja richtig klasse. Love ihn auf, mach coole Runen rein, ja, die dir sozusagen gefallen. Richtig gut. Zu der Frage UG10, Drachen oder sowas, ja. Du hast super geile Monster, ja, aber dir fehlen noch so ein bisschen diese Speed-Typen, ja. Aber an sich hast du Sigmarus, ja, super klasse, ja, also richtig gute Sache, ist natürlich richtig Bombe. Wen hast du noch? Du hast Bierman, den man gut für UG10 benutzen kann. Jetzt hast du ihn natürlich noch nicht die perfekt aufgeruht sozusagen, noch nicht richtig aufgewertet, aber wenn er aufgewertet ist, auf jeden Fall für UG10 auch verwenden. Du hast Megan, die dir auf jeden Fall hilft bei UG10, ja. Das sind schon mal drei Monster, die für UG10 geeignet sind. Du hast Veromoth, der ist auch richtig klasse geeignet. Somit hast du vier Monster, die das packen könnten, ja. Wen könnten wir noch? Denn wir haben hier Damage dann drinne, wir haben ein bisschen Heilen drinne. Gut, und gut, dir fehlt halt sowas wie ein Haver noch. Oder irgendwas, was irgendwie das gegnerische Team noch verlangsamt. Such dir irgendwas oder probier irgendwas zu finden, ja, was noch das gegnerische Team irgendwie verlangsamt, ja. Also, und dann kannst du ein Speed-Team draus machen, was das gegnerische Team einfach verlangsamt, ja. Dann läuft das richtig gut. Du könntest auch Bryant mit reinnehmen oder sowas, ja. Bernhard meine ich. Sorry, tut mir leid, den Windgreif mit reinnehmen. Also du hast an sich genug Potenzial, um. Nicht Bernhard reinnehmen für UG10 Drachen. Das ist ja Quatsch. Nee, sorry, tut mir leid. Besorgt dir am besten auch noch den Feuergreif, meine ich. Und der verlangsamt ja auch noch das gegnerische Team. Hier am nächsten Dienstag sozusagen ist ja wieder Feuerdungeon. Da besorgst du ihn dir. Das ist ja auch Secret Dungeon. Und dann hast du in sich ein UG10 Team, ja. Also das. Du hast genug Monster, die UG10 schaffen würden, ja. Du hast einen Ariel, der könnte das sogar auch noch so knallhart fast alleine schaffen, wenn er genug Res hätte, weil Res ist da besser, wenn er so mindestens 80, 90, am besten 100% Res hat. Also super geil und super klasse, ja. Also du kannst es mit deinen Monstern locker schaffen, ja. So, aber naja, das war's auch wieder. Wir haben jetzt hier ein Video, das geht schon 37 Minuten, ja. Also ein bisschen was über 37 Minuten. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es wurden jetzt ein paar zusammengeführt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, aber das ist einfach nur, weil ich wollte die halt gerne machen, die Leute, ja. Und damit nicht jedes einzelne Video und das dann alles dauert, ja, habe ich gesagt, ich nehme mir jetzt mal Zeit, ja. Ich nehme mir jetzt mal eine Dreiviertelstunde. Muss natürlich noch bearbeiten, das Video und so. Aber, ja. Super klasse, ihr habt super Monster, ihr schafft das an sich. Hier Red Dill sozusagen hat euch ein bisschen was mit den Runen auch gezeigt sozusagen. Und ja, ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Mal wieder rein, ja, und schreibt vielleicht was Nettes in den Kommentaren. Oder vielleicht, wenn ich was vergessen habe, könnt ihr das gerne auch reinschreiben, ja. Ich nehme das immer gerne an, ich lerne ja auch von euch, ja. Nicht nur, ich will euch, also ihr bringt mir was bei und ich... Ja, sag es euch dann am besten, am einfachsten, immer beim nächsten Video oder wie auch immer. Ich bringe irgendwas anderes rein oder so. Oder habt ihr Verbesserungsvorschläge oder was ich machen soll? Egal was, schreibt alles in die Kommentare, spammt mich voll. Und vielleicht lasst ihr ja einen Daumen nach oben da. Ja, also bis dann und viel Spaß und ja, tschu tschu.